Hi, hier ist Ed Mirage und diesmal habe ich ein kleines Review zur M14 Classic. Die M14 Classic ist die beste Version der M14 und kommt mit verbesserten Werten, zum Beispiel ein bisschen weniger Rückstoß und ein bisschen mehr Stärke. Nichtsdestotrotz kann ich die M14 nicht wirklich empfehlen, denn irgendwie weiß ich nicht, woran ich bei dieser Waffe bin. Die M14 ist im Nahkampf allen anderen Waffen deutlich unterlegen, da sie eine niedrige Feuerrate hat, einen hohen Rückstoß und eine langsame Feuerrate, sodass man wegen dem langsamen Damage per Second Gegner im Nahkampf eher schlecht totkriegt. Auf mittlerer Distanz ist ein ähnliches Problem da. Man muss nämlich die drei notwendigen Kugeln, um einen Gegner zu töten, gezielt anbringen, sonst ist so schnell die Streuung so groß, dass man den Gegner nicht mehr trifft und dementsprechend ihm die Chance bietet, einen zu töten. Auf Distanz kommt natürlich der größte Vorteil der M14 zugunsten, dass die Waffe sehr genau ist und einen hohen Schaden hat. Trotzdem ist die M14 eher schlecht geeignet für Distanzen, da sie kein Zielfernrohr hat und dementsprechend nur ein Red Dot hat, um zu zielen. Hier kann man übrigens nochmal den Rückstoß sehen, der ziemlich enorm ist. Das heißt, dass man beim Schießen aufpassen muss, da man sonst daneben schießt. Die Streuung der M14 ist, wie ich schon sagte, auch ziemlich groß, wie bei einer durchgedrückten AK, sodass man niemals den vollautomatischen Modus benutzen sollte, so wie ich es hier gerade mache, um es zu demonstrieren. Natürlich kann man auch mit dem vollautomatischen Modus einen töten, aber dann sollte man wirklich nur sicher sein, dass man mit der Mitte des Fadenkreuzes auf den Gegner zielt und dann das möglichst viele Kugeln den Gegner treffen. Nichtsdestotrotz ist die Waffe ziemlich schwer zu handhaben und für die Leute, die auf starke Sturmgewehre stehen, würde ich lieber eine AK empfehlen, da die M14 auch standardmäßig nur 20 Kugeln pro Magazin hat. Insofern ist die AK nicht nur besser zu handhaben, sondern auch besser, um Accolades zu machen. Und dafür eignet sich die M14 wirklich nicht, da man ziemlich gut zielen muss, wenn man nicht gerade auf naher Distanz durchsprayt, da man sonst auf mittlerer Distanz oder größerer Entfernung keine